Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Ich finde übrigens die Map geil, auf der ich gespawnt bin, aber das ist ja nicht unser Thema. Okay, ja, also unser Thema ist, wie ihr vielleicht schon gehört habt gerade am Anfang, der Matmos Sound Mod, den ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar, dieser Mod ist jetzt, also ist jetzt nicht so viel zu erklären, aber ich sag einfach mal alles. Und zwar, das ist, vielleicht wer schon hört, simuliert er sozusagen das Kram in einer Tasche oder einem Rucksack. Ja, also hier. Ja, damit könnt ihr, habt ihr diese Geräusche halt. Dann hört ihr, wenn ihr ganz genau hinhört. Na ne, aber das Wasser, ich weiß gar nicht, ob das Wasser fließen muss. Ja, hier hört man das. Das Wasser fließt nach unten. Und das, man hört diese, dieses Geräusch halt. Dann gibt es noch, wenn man ins Wasser fällt, also erstmal geht man nach oben und hört hin. Am Mikrofon rausschnitt, das ist der Wind, ja. Sozusagen wird dieser Wind simuliert. Jetzt fahren wir ins Wasser rein. Und wir haben dieses letzte Geräusch. Und ja, dann gibt es noch Vögel zwitschern. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier ist auf der einsamen Insel hier. Weiß ich gerade gar nicht, aber naja, auf jeden Fall, wenn ihr die Taste F7 drückt, dann habt ihr hier ein Menü, in dem ihr die gesamte Stärke des Mods einstellen könnt. Dann die Earthlies, ich glaube das sind, jetzt habt ihr gerade die Vögel zwitschern gehört. Das ist das Vogelzwitschern. Das ist, zeige ich euch gleich noch. Das ist, wenn man schlägt mit den Schwertern oder so. Das ist, ich kann das mal, Moment. Zeige ich euch mal so. Schwert. So, was habe ich denn? Schwert. Was haben wir? Eine Hacke. Hacke. So. Ja, hört ihr das? Man hört so, wie man in die Luft haut. Das ist jetzt, wenn man jetzt dieses Schwert in die Hand nimmt, dann hört man so, wie jetzt, ob er das aus der Seite rausziehen würde, so ein Schleifen halt. Und wenn man halt drauf haut, hört sich das so an. Ja, und das könnt ihr halt, wie gesagt, beliebig ändern. Wie ihr lustig seid, dann könnt ihr noch die Taste ändern, wie ihr das öffnen wollt. Und hier könnt ihr halt nochmal sehen, wie sich das Einzelne anhört. Und dann gibt es noch was mit dem Bogen. Bogen, so. Man hört hier richtig die Sehne. Ja. Wie die Sehne sich spannt. Und das ist doch schon ganz schön cool gemacht, muss man schon sagen. Ein nicht so auffälliger Mod, aber der euch dann doch die einen oder die anderen Effekte in Minecraft reinbringt, mit der ihr vielleicht noch, sag ich mal, ein bisschen cooler spielen wollt oder so. Also bringt das jetzt zwar nichts, aber es hört sich doch schon cool an, wenn man so irgendwie Menü rumswitcht und dann das Geräusch, als ob man jetzt in einem Rucksack um was rumsucht, das ist doch schon cool. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze installieren wollt, dann bleibt dran. Wir sehen uns dann gleich. So Leute, da bin ich wieder. Jetzt die Installation des Matmos Sound Mods. Das ist wirklich sehr leicht. Ihr habt hier diese Seite, die ich in die Beschreibung tun werde. Den Link im Minecraft Forum. Also hier wird nochmal kurz was erklärt und gezeigt. Dann steht hier unter Matmos Webseite der Download-Link. Also das kommt ja hier auf die Seite. Hier stehen verschiedene Sachen noch. Ihr drückt hier oben auf Download. Natürlich braucht ihr mal wieder dafür den Forge Mod wie im Moment ja überall. Ja, also drückt hier auf Download via adfly. Adfly, nicht Punkt. So, dann springen wir mal kurz die Werbung, drücken währenddessen Prozent App, also geben Prozent App Data Prozent ein oder drücken die Windows-Taste und R. Kommen dann zum Minecraft-Punkt-Ordner, klicken dann auf klicken einfach auf den Minecraft-Ordner, dann überspringen wir die Werbung und klicken hier auf Download. So, jetzt haben wir den, jetzt laden wir gerade diesen Mod herunter. Und es ist so, ihr müsst entweder, warte, so, ja, so, jetzt haben wir den Mod heruntergeladen. Drückt ihr hier drauf und dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und jetzt haben wir hier auf unserem Fenster und dann habt ihr entweder die Möglichkeit, in Mods einfach reinzutun. Also, oder ihr kopiert einfach hier die drei Ordner in den Minecraft-Ordner. Jetzt wird erstmal gezeigt, ist ja über den Ordner
schon habt. Und ja, wiederholen. So, ja. Ja, so. Ja, 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 ja. So. Jetzt haben wir hier die drei Ordner. Und zwar den Matmos-Mod. Matmos-Ordner. Hier wahrscheinlich noch andere Sounds irgendwie. Hier können wahrscheinlich die Sounds eingestellt werden. Hier haben wir dann noch den Mods-Ordner. Also der wird dann halt immer irgendwie neu gemacht. Da ist der Matmos-Ding drin. Und die Ressourcen. Da ist ja der Sound drin. Das wurde auch nochmal geändert. Also da würden dann die Audiodateien eingespeichert. Ich glaube, man kann sogar noch hier einzelne Dateien umändern und irgendwie was Eigenes erstellen. Wie das geht, weiß ich aber nicht. Tut mir leid. Und ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich für mehr Tutorials und ich sage dir mal, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.